Hallo und willkommen zu einer neuen Retro Panda quält sich Folge. Diesmal wieder mal ein Zuschauerwunsch. Und zwar, diesmal hat mich dieser über Twitter erreicht vom guten Retonic. Viele Grüße an dich an dieser Stelle, auch für euch allgemein. Falls ihr mal Wünsche oder Anregungen für diese Serie habt, immer gerne in die Kommentarfelder rein oder einfach über Twitter melden. Den Link findet ihr oben beim Banner. Einfach mir folgen und mich denn da direkt anschreiben. Denn siehst du es immer am meisten. Es gibt zwar noch andere Wege, manche haben mich über Facebook gefunden und so weiter. Da gucke ich aber allerdings nicht so oft rein. Und der hat sich Pit Fighter für Super Nintendo gewünscht, weil er und seine Freunde sich anscheinend letztens auch damit gequält haben und wollte mal sehen, wie ich mich da schlage. Ich befürchte ja nicht so gut. Pit Fighter ist ja ein großer Spielehallentitel Anfang der 90er gewesen. War da sehr gut, wurde auf verschiedene Systeme portiert, aber meistens eher schlecht als recht. Ich habe mal kurz für einen Jahresrückblick in die Gameboy-Version reingespielt und das war, naja, nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. Und wenn ich das hier schon, dieses Autospielen hier sehe, das sieht von der Grafik her ähnlich wie die Gameboy-Version aus, also, schauen wir mal, okay. Es ist ja ein normales Klopfspiel auf jeden Fall. Soweit weiß ich schon mal. Okay, dem Bass. Power, Body Slam, Head, Butt und Pile Driver hier. Ja. Aber anscheinend kann man sich keine weiteren Kämpfer aussuchen. Okay. Match 1. Gut. Schauen wir. Ach je, okay. Da haben sie so ein bisschen das Mortal Kombat-Stil gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt. Was ist das denn? Hallo? Ich weiß natürlich nicht, ob Pit Fighter vor. Wer nimmt denn die Taste zum Springen? Also hier die obere Taste. Ich habe die gerade nicht im Kopf, weil ich das jetzt mit dem Emulator spiele. Die obere Taste oben. Die ist zum Springen da. Ha! Nicht gerade intuitiv, würde ich sagen. Schauen wir mal, okay. Okay. Ey. Hallo. Hallo. So, hier, mal auf bis auf Distanz. Also, ich kann treten. Schlagen. Und hier. Ja. Okay. Das ist hier mit der Schultertaste gerade. Quasi Schlag und dann hier die Bud Spencer Gedächtniskopfnuss, würde ich sagen. Aber, also, es sieht natürlich jetzt sehr langweilig aus, aber ich habe das Gefühl, anders schaffe ich das nicht. Okay, die rechte Schultertaste macht nichts. Gott. Also, das ist ganz schwer zu beschreiben. Das spielt sich sehr, 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 ja, steif. So wie die Animationen sind. So spielt sich's auch. Für ein Kampfspiel nicht das Idealste, würde ich sagen. Okay, Bonusrunde. Okay, es kommt einfach der nächste. Ja, die stürmt sofort auf einen zu. Und man kann nichts machen. Kann ich jetzt wieder aufstehen? Heißt das etwa, dass mein Lebensbalken nicht resettet wird? So, dass ich jetzt mit dem zweiten Kampf quasi mit wenig Leben eingestiegen bin. Ha! Gut. So, wollen wir mal gucken. Wo steht... Ach! Schön auch, ne? Ich wollte gerade sagen, wo steht eigentlich meine Lebensenergie? Aber wie man es natürlich von einem Kampfspiel gerne hat, numerisch am oberen Rand. Ey, guckt euch das mal an. Guckt euch das... Ich kann nichts machen. Weshalb habe ich in die Ecke gedrängt? Alter. Also ich bin nicht gut im Kampfspiel. Das will ich auch gar nicht behaupten. Ich bin nicht gut. Aber. Also, ich versuche es mal so cheesy. Das sieht man ja auch, der startet ja auch mit wesentlich mehr Leben als man selber, ne? Also, und dass das Schlimme ist, wenn er einen jetzt einmal so niedergeschlagen hat, man kommt da nicht mehr raus. Man hat ja zwar diese tolle Ausweichrolle.
Aber... Was? Also die Spiele halten mir so und sie soll ja wirklich gut sein, ne? Ich glaube, das für das kürzeste Quetzig-Video ever. Der 200... Und hier wieder reinhammeln, ne? Es ist halt so, dass man halt bei Street Fighter, wenn man niedergeschlagen wird. Also klar, es passieren natürlich auch mal Szenen, wo man quasi in so eine Art Stunlock, nenne ich das mal, oder Begriff ist aus den Online-Rollenspielen, genommen wird. Das heißt, wo man erstmal nichts mehr selber machen kann. Aber dass das so unfair ist, man irgendwie in die Ecke gedrängt ist und gar nichts mehr machen kann. Also hier muss man eigentlich nur so mit man kommt nur so mit cheesy. Man muss den auch versuchen, in so eine Situation zu packen, irgendwie. Und schaff ich's? 4 Leben hat der noch. Aber wie gesagt, wer kommt auf die Idee, das numerisch darzustellen? Mann! Auch der Sound, der tut jetzt auch sein Übriges. Alter. Ich weiß schon, warum du auf Twitter geschrieben hast, sei mir aber nicht böse. Das ist echt eine Perle, ey. Ey, da ist der Rise of the Robots ja ein Gameplay-Fest dagegen. Junge. Das muss doch irgendwer mal getestet haben im Produktionsprozess. Guck mal, ich mache irgendwie voll wenig Schaden. Na gut, muss ich jetzt ja vielleicht irgendwelche Special Moves machen oder sowas, aber ich kann ja nur nicht mal jetzt einen anderen Kämpfer auswählen, wo man sagen würde, okay, hier der Kampfstil, der passt mir irgendwie nicht. Egal welche Knöpfe ich drücke, ist immer und es geht voll auf die Fresse. Bei Street Fighter zum Beispiel, ja, das ist ja erstmal so, man tänzelt um sich rum irgendwie. Alter, also hier, die 10 Minuten werden wir nicht vollkriegen, Leute. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht mehr zeigen. Aber ich habe es einmal zum zweiten Gegner geschafft. Also ich weiß, warum ihr da verzweifelt seid an dem Spiel, ganz ehrlich. Und vor allem die Technik ist ja auch... Es ist ja noch nicht mal so, dass es irgendwie toll ansehnlich ist, ne? Wenn man sich jetzt hier dieses Publikum um diesen Kampfring ansieht. Junge. Okay, einmal versuche ich es noch. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles gesehen. Ey, das Spiel. Startet er erstmal mit 70 Lebenspunkten mehr, ey. Das ist das erste Gegner. Der sollte ja eher mal so zum Aufwärmen sein. Ey, wir sind ja nicht in der Arcade, wo man jetzt ständig Geld nachwerfen soll. Stellt euch mal vor, ihr habt euch das damals gekauft. Alter, ey. Okay. Nee. Mir ist mal das Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat jetzt keine Störgeräusche gemacht. Also danke für den Wunsch auf jeden Fall. Dass es so mies ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt noch weiterspiele, weil A, habe ich keinen Bock mehr, jetzt schon. Und hier sieht ja eh nichts anderes. Hier, ihr seht mal einen anderen Gegner da im Selbstspiel-Trailer-Dings. Aber danke, dass ihr reingeschaltet habt und wie gesagt, und auch dir vor allem danke für den Wunsch. Und wie gesagt, wenn ihr auch welche Wünsche habt, einfach in die Kommentare oder auf Twitter mich anschreiben. Aber ich glaube, das ist schon fast wirklich das mieseste Spiel, was ich jetzt hier in der Serie gespielt habe, fast. Ist auf jeden Fall in den Top 3, würde ich sagen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.